Kenners, willkommen zurück hier bei unserem kleinen Hobbyausflug. Mini Vini und ich haben erstmal nochmal das Haus beobachtet, wo wir die Karre zocken sollen. Haben nochmal ein bisschen was herausgefunden und wir haben es geschafft, dem Eulen da das Signal zu klauen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob es das speichert. Nach Hause, bevor wir hier wieder unnötig verhaftet werden und so. Unnötig? Und dann müssen wir den ganzen Crap von vorne machen. Das wollen wir ja nicht. Ja, haben wir uns ja vorbereitet. Also Signal geklaut. Außerdem wollen wir die Uhr noch. Die Uhr. Wir wollen die Uhr. Antike. Die antike Uhr wollen wir auch noch haben. Wir wollen alles haben. Alles. Alles. Signal geklaut und jetzt ist der Folgeauftrag, klaue das Auto. Das ist natürlich richtig gut. Stiehl den Vulkan Spectra aus der Garage. Von 205. Ja. Haben wir irgendwelche Hinweise, wie wir die Garage und das Tor geöffnet kriegen? Außerdem müssen wir die Kameras außer Gefecht setzen. Sicherheitstipps. Toll. Der Schalter zum Tor befindet sich in der Diele im ersten Stock, gleich neben dem Piano. Sauber, erster Stock. Da gehen wir sowieso rein. Es ist möglich, ja, das wissen wir. Die Fenstersteuerung befindet sich im Gang des ersten Stocks. Was ist denn die Fenstersteuerung? Damit du die Fensterjalousien hoch und runter machen kannst, glaube ich. Ja, das hat ja auch welche. Die Kamerasteuerung befindet sich im Gang des ersten Stocks. Ach, da war das andere Ding daneben, wa? Ja. Und dann nehmen wir auch alles. Auf dem Piano im Gang steht eine antike Statue. Ah! Ja. Mensch, sehr gut. Das haben wir. Grammophon, das haben wir nicht. Grammophon, Statue und wir wissen jetzt, wo. Aber das alles im ersten Stock, wo wir easy rein können. Wo wir easy rein können. Weiß bloß nicht, ob wir so easy mit dem Grammophon da wieder rauskommen. Weiß nicht mal, was das ist. Na, das ist so ein. Und dann legst du eine Schallplatte und dann. Ne? Ja, ja, ich geh jetzt weg. Ja. Gut. Also, Signal geklaut, das hat er hoffentlich gesaved. Hoffentlich. Die Hinweise, das Buch haben wir schon. Die Uhr wollten wir sowieso. Die Statue ist interessant und das Grammophon. Mehr iPads und mehr Handys. Das sind ja schon mal richtig viele antike Dinge, die nur in diesem Haus sind, die uns ganz weit nach vorne bringen können, wenn wir nicht erwischt werden. Ich sag ruhig, ob die iPads und so auch alle Spots sind. Das ist ja geil. Bestimmt. Alter. So. Wir waren ja hinten. Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob der Magger hier irgendwo noch rumkaspert. Vorderseite des Hauses. Das ist das Security, ne? Ja. Okay. Dann drückt uns mal die Daumen. Er steht am Fenster und Vorderseite des Hauses. Ja. Schlecht. Da müssen wir hoch. Wollen wir ausprobieren oder was? Klar. Oh, er kommt. Hast du noch eine Regenwinde? Nein, das ist wahrscheinlich die einzige. Die Fenster sind hoch, Dingsbums. War doch so, ne? Ich hab da nichts gelesen. Schwester knacken Stufe 4, wo will er denn hin? Toilette.
Dafür Wände. Sag nicht, wir stehen direkt vor der Toilette. Dafür rennt er durch einen ganzen Kasten. So ein Riesenhaus und er hat nur ein scheiß Haus oder was? Der kam hier irgendwann rumgeschiedert, der andere. Ist aber auch ein Balkon. Ich glaube, wir sehen. Was ist die Frage? Das ist auf jeden Fall eine Kamera. Sieht aber nicht so aus. Nee. Kannst du auf den B-Kasten und dann über den Zaun springen? Auf die Plastik, ne? Das geht, dann wäre das doch voll blöd. Nee. Geht nicht. Schlafzimmer. Ist er jetzt? Ja. Und guckt Fernsehen oder was? Mal gucken, ob. Hatten die jetzt Glasbruch? Weiß ich nicht. Werden wir gleich herausfinden, Kinders. Ansonsten müssen wir im Auto knacken. Idioten. Er pennt. Geil. Das war knapp. Allerdings. Eingangstür. Schlafzimmer. Genau das falsche Zimmer ausgesucht, verdammte Hacke. Fehlt, glaube ich, noch weiter, oder? E-Gitarre Wender. Nimm ich erstmal mit. Mach die Tür mal zu. Und hier kommen wir nirgends rum. Hier sind aber ganz viele Schubladen. Lautsprecher, 6 Kilo. Nicht so geil. Kohle. Weder geht gleich ins Musikzimmer. Schläft. Wecker. Hau ab, Wecker. $30. Damit belaste ich mich gar nicht. Das müssten wir schleppen. In Tasche stecken. Steht da? Ja. Okay. Riesentasche. Klar. Hässliches Bild. Origami. Bleib du mal schön liegen da. Räume. Oh Gott, ey, wer stellt denn. Ein komisches reingestelltes. Kein Bock abzuwaschen, wa? Magga? Licht. Lautsprecher, 6 Kilo. Mitnehmen. Wer weiß, was er bringt. Der hat echt keinen Bock abzuwaschen. Ja, wahrscheinlich. Da ist echt nichts drin. Latscht der Macker nicht einmal ums Haus nachher? Ach, du ahnst es nicht, die Fenster sind zu. Mutz. Ein U-Pad. Verstecken wir uns im Schrank. Die Schwerverbrechers. Na gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
So, wir haben es geschafft, da rauszukommen. Zumindest etwas. Erstmal nach Hause. Wir haben jetzt die komplette Zeit. Der Macker, der Security, rennt nur draußen rum. Der Typ. Ja. Und der andere ist so, für 2 Stunden tut er mal so, als ob er arbeitet. Oder geht sich einen Milch kaufen oder keine Ahnung. Wir haben uns im Schrank versteckt, wie so ein Verbrecher. Und wir haben herausgefunden, dass er ein zweites Klo hat. Ja, er hat ein zweites Klo. Klar. Zum Glück. Zum Glück. Stell dir mal vor, der hätte kein zweites Klo. Wir haben uns natürlich komplett das falsche Fenster ausgesucht. Ja. Weil da waren wir wirklich gefangen. Wir mussten da in diesem Schrank ausharren mit unserer Gitarre. Ja. Und diesem ganzen Blödsinn. Und jetzt erstmal nach Hause. Die Sachen safen. Grammophon und so haben wir natürlich jetzt nicht. Alles immer auch zu schwer. Da müssen wir uns dann noch richtig was einfallen lassen. Aber erstmal haben wir alle Informationen bekommen, die man bekommen konnte. Genau. War auch leicht. Und haben ein bisschen Kohle abgegriffen. Und noch ein Smaragdarmband. Das gibt ja auch immer ein bisschen Asche. Ja, die Polizei wurde gerufen, aber sie haben uns nicht gefunden, weil wir uns im Schrank versteckt haben. Und wir haben, glaube ich, jetzt die Skillpunkte 2. Wir brauchen aber 4, ne? Ja. 2 hatten wir schon die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Na gut, dann schauen wir erstmal, wie es weitergeht. So, dann wollen wir doch mal schauen, was das alles gebracht hat hier, der ganze Crap. Ja. Erstmal müssen wir wahrscheinlich wieder was frei hacken, sagtest du? Ja, das U-Pad. Mal gucken, ob hier bei Black Bay irgendwas drin ist, Elektronik. Hatten wir da nicht eine Gitarre gezockt? Ja. Eine zweite Festplatte haben wir auch, die ist unten im Safe. Ja. Fehlt uns noch eine. Dann bekommen wir hier 360 Tacken. Das ist ja toll. Antiquitäten haben wir nicht bekommen. Und Kunst auch nicht, ne? Nö. Okay. Auf zum lustigen Hacken. Ich hasse das. Ich hasse das. Einfach. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Das ist einfach? Ja. Warum? Weil hier 4-mal der gleiche Shit ist, oder? Komm schon. Zack. Mehr hatten wir nicht. Und die Smaragdkette. Okay, die Smaragdkette, ja klar. Dürfen wir nicht vergessen. Ja. Nee, dürfen wir nicht vergessen. Verwirrt? Nee, wieso? So. Sagt die Bobby. Smaragdkette, die haben wir da aus dem Schlafzimmer gezockt. Ja. Wir kamen ja nirgends anders hin. Und diese olle Security-Dussel stand die ganze Zeit vor dem Fenster, wo wir rein sind. Was uns ein bisschen verwundert hat, die Jalousien waren unten. Ja. Und der hat gesehen, dass das Fenster geöffnet wurde. Die Jalousien sind runtergegangen, nachdem wir reingegangen sind. Geiler Macker. Ja, sonst wären wir wieder rausgekommen. Sind wir aber nicht. So. Fahren wir mal zu Indiana Joe. Ja. Oh, du wirst gejagt in der Witchy Street. Nein, gejagt werde ich nicht, Mann. Das ist ein Abzeichen, ja, von der Polizei. Ja, gelbes, ne? Ja. Ja, moin, Kurt. Welcome. Welcome. Die Festplatte kriegst du nicht, Kurt. Das Smaragd-Armband. 1005. 2-1. Alter, das sieht so aus, als würde das gleich in die Hand nehmen und dir eine überziehen. Das bringt ja gar nichts. 2-4. Drei, zwei.
Das bringt mal gar nichts. Ja, weil auch kein Dings ist. Kein Text, dass man das halt spielen kann. Das Vorspiel, so was. Aha. 3500 Flocken. Hat das gemacht? Das ist nicht so viel. Nee, aber dafür haben wir das Signal und so. Ja. Festplatte noch in unseren krassen Safe liegen? Ja, für schlechte Zeiten. Für schlechte Zeiten, genau. Für Black Bay. Für schwarz. Was? So. Ein Kilo. Boah, Alter. Hatten wir da nicht zwei Festplatten drin? Haben wir die eine? Nee, oder? Naja, eigentlich nicht. Ah, keine Ahnung. Vielleicht löschen die sich selbst oder so. Ja, wir haben ihre eigene Festplatte gelöscht. So, jetzt wird's nochmal tricky. Wir wollen dahin zurück. Wir müssen dahin zurück. Und müssen dann halt mal schauen. Sein kommen. Ja, wir kommen ja von oben rein. Von. Also, wir haben auch eine neue Ranke entdeckt, wie gesagt. Das stimmt. Eine neue Ranke haben wir auch. Aber der einzige Weg sein ist halt entweder die Tür oder der Balkon. Und man muss halt kicken. Wann ist er nicht da? Der Security. Der ist immer da. Ja, aber wann ist er nicht da, wo wir hoch können? Bei der Rückseite. Ich weiß, was du meinst. Alles gut. Dann müssen wir schauen, wo der andere Magger sich im Haus aufhält, wenn wir Dinge tun. Ja. Das Signal haben wir. Ich weiß nicht, ob wir die Karre klauen können, während der Magger zu Hause ist. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt gewahr, drücken uns die Däumchen. Der Deutsche will. Ich hab gesagt, du sollst stehen bleiben, Matta. Im Auto schlafen macht hier nicht viel Sinn. Es sei denn, man. Toilette 2. Jetzt rennt er hier und will Basketball spielen, oder? Vorderseite der Garage, ja. Hm. Da bewundert die Tür. Oh, da müssen wir hoch. Nikolai, genau, geht der glatt hin. Der andere rennt über die Veranda wie so ein... Toilette 2. Verwirrter. Okay, wo rennt er jetzt hin? Zur Vorderseite des Hauses. Das rennt hier rum. Ja, oder ich muss tatsächlich wieder durch ein Fenster, aber das ist auch schlecht. Ja. Weil? Das hier, oder? Oder ist das das Musikantenzimmer? Wir müssen eigentlich oben rein. Hier sind wir eben abgehauen, ne? Ja. Wir müssen eigentlich nach oben, da hängt die Uhr. Da über dieses Zimmer. Müssten wir rein. Und die Kameras und so, waren die denn da oben? Was? Die Steuerung für Kamera und so? Erster Stock im Gang. Ui. Erster Stock. Ja, das ist eigentlich... Das ist Erdgeschoss. Das ist das erste Stock. Ja, Auslegungssache. Könnte auch die erste Etage sein. Und das ist die zweite. Kann sein. Weil ich bin der Meinung. Unten war ja auch so ein Terminal. Ja, dass die unten waren. Für die Kamera. Ja, und dann ist das für die Fenstersteuerung auch unten. Ja, wo du ja den Gnügen genommen hast, wo ich die ganze Zeit. Ja, ist ja, mag ja sein. Aber das war unten. Das heißt, wir müssen sowieso unten rein. Ja, ich hoffe, das hier das Musikantenzimmer ist.
ist es nicht. Das ist das Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer? Ja. Sicher? Ja. Guck. Nee. Oder doch nicht? Nein. Will das alle Fenster schließen? Hä? Geht nicht. Bist du festgebackt? Ja, Mann. Ja, Mann. Geht nicht. Also kann man das Fenster nicht schließen. Schmutz! Er sitzt jetzt oben. Wir müssen hier unten. Das ist auch direkt das Terminal. Ja, genau. So, grün. Und rot. Rot. Mehr nicht. Gut. Und daneben ist noch als Fenster. Oh nein. Fürs Fenster. Brauchen wir die jetzt? Was? Brauchen wir jetzt noch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt runter. Ja. Die Toilette. Aber da ist halt dieses olle Ding. Ich weiß. Toilette. Oh, ab von Toilette. Wie lange kann man denn auf Toilette sein? Eine Stunde. Hauptsache, der Macker kommt nicht gleich hierher, weil er sich unbedingt ein weißes T-Shirt anziehen will. Das sind aber auch komische, zerrissene Klamotten. Für so einen reichen Schnulzi auf jeden Fall. Piano. Piano war auch irgendwas Interessantes. Ja, die Statue. Die kann man vielleicht in den Rucksack packen. Ja. Also auf jeden Fall haben wir die Kameras ausgeschaltet. Schlafzimmer. Jetzt geht er ins Schlafzimmer. Ja. Was macht er da? Wahrscheinlich pennt. Ja, der pennt ja von da bis komplett durch. Nee, der setzt sich da hin, der Dussel. Der liegt sich auch gleich bei. So. Ist dieses Off-Fall-Wohn? Ah, ist die Statue. Die können wir uns schon mal schnappen. Hau ab. Keiner mag dich. Eine Violine, die nichts bringt. Ein Bild, was nichts bringt. So, wo war jetzt? Ja. Diele im ersten Stock. Entdeckt. Hä? Hättest du das Fenster gesehen? Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Egal. Das ärgert mich. Das ärgert mich. War alles so gut. Das war alles so gut durchplant. Das ist alles perfekt. Naja, geht so. So, mach dich weg. Am Auftrag. Das war gar nicht so schlecht. So schlecht war das gar nicht. So. Er geht jetzt nach vorne, wir gehen nach hinten. Ja. Er geht nach oben. Auf seine zweite Toilette. Ich hau mir das Fenster in die Fresse. Grammophon, erstmal völlig uninteressant. Jetzt das. So. Lila. Der hier. Bio. Warte. Der blaue. Oder? Ja. Der gelbe. Und der lila. Ja, der lila. Der hier, ne?
Das war ja einfach. Sowas von. Kam er jetzt wieder runter? Nee, aber die Kamera ist da. Ja, aber wie sieht sie aus? Wo blinkt die da? Keine Ahnung, weil da eine Kamera ist. Wow. So, Statue. Clown. Diele suchen, das ist eigentlich die Diele. Oder nicht? Keine Ahnung, was eine Diele ist, aber gut. Im ersten Stock. Der Schalter zum Tor befindet sich in der Diele im ersten Stock, gleich neben dem Piano. Witzig. Da ja, ist das Piano. Ja, ich weiß, da waren wir ja gerade. Und da ist auch der Schalter. Steht noch so eine schmutzige, nichtsbringende Gitarre. Na, obwohl, nichtsbringend ist auch was. Wo ist er? Oben. Ja. So, wo ist jetzt das olle Auto? Und wie kommen wir da hin? Ich glaube, da kommt's, oder? Keine Ahnung. Eingangstür. Er ist ins Badezimmer gelatscht, ne? Ja, Wohnzimmer. Kommen wir denn hier zur Garage? Das ist ein bisschen dämlich. Wahrscheinlich kommt man nur von dir auf den Seil. Der Schalter zum Tor befindet sich in der Diele im ersten Stock. Haben wir. Gut. Muss auch von drin reinkommen. Naja, sonst weiß ich nichts. Wo ist die Garage? Wahrscheinlich von da oben. Sollen wir dann von oben in die Garage rein? Keine Ahnung, wenn neben da eine Treppe runter geht. Ich habe dieses Haus nicht gebaut. Er kommt runter. Ich sehe es. War mal eben auch schon. Dann ist er, glaube ich, ins Badezimmer gegangen. Ja, steht da ja. Und dann geht er ins Schlafzimmer. Wundert ihn doch gar nicht, dass seine Tür da auf ist. Alles nicht so einfach gerade. So. Wir müssen ja irgendwie in die Garage kommen. Das kommen wir ja nicht von außen. Wahrscheinlich. Nee. Das glaube ich kaum. Sagst du? Sicherlich ein Zugang zur Garage. Ja. So. Wir schauen mal. So. Ich habe keine Ahnung, wie man hier zur Garage kommen soll. Kameras sind immer noch aus. Und jetzt bleibt da doch nicht stehen, Macker. Hast du nicht die Ecke zu kontrollieren da hinten? Also nichts passiert. Jetzt ist es echt hoch. Na klar will ich hoch. Er rennt ja auch schon wieder los, der Dussel. Badezimmer 2, da wollte er doch auch mal hin, ne? Na ja. Hier ist die Küche. Hier geht's zum Pool. Ist die Veranda. Kann doch nicht sein, dass er wirklich nur von außen zu öffnen ist, die olle Garage. Das wäre ja jetzt extrem nervig. Er ist an der Vorderseite des Hauses. Ja, das ist unter dem Schlafzimmer.
Noch sind die Fenster auf. Da oben sind die ja immer auf. Kommt ja man ja auch gar nicht rein. Sonst. Wir müssen echt mal checken. Er schläft. Ob wir das nur außen öffnen können. Die olle Garage. Ist sie jetzt? Zu unserer Linken, ne? Das wäre richtig dumm. Das wäre richtig dumm. Was? Wenn du nur von außen an die Garage kommst. Das wäre richtig dumm. Ja. Oder wir haben den Gang übersehen. Nee. Ist natürlich, wenn der bei der Rückseite des Hauses ist. Der geht mir richtig auf die Ketten, der Macker. Statt mal ein Stück weiter zu laufen. Na hier. Ich bin John Wayne, schüttel erstmal die Arme aus. Wer ist John Wayne? Ja. Wenn du das nicht weißt, lohnt es sich auch nicht, dir das zu erklären. Spitz. Gut, wir warten mal ab, bis der sich verpieselt hier. Ja. So, Kenners. Das wäre jetzt nochmal spannend, weil wir müssen ja eigentlich erst das Tor öffnen. Und ich weiß nicht, ob die das hören. Wenn sie wahrscheinlich. Alarmanlage soll der haben. Ach nee. Was ist das denn für komisches Auto? Nee, wir haben doch den Schlüssel. Ja, ja, stimmt. Das ist der Ausgang. Nichts. Ha! Easy will ich jetzt nicht sagen. Der fährt sich aber auch wie der fährt sich eine Pferdekutsche. So. Ja. Bam! Richtig gut! Richtig gut! Die antike Statue habe ich ganz vergessen. Haben wir auch noch eingepackt. Ja, den Lümmel. Aber dieses Phone oder was war nicht? Nee, ist egal. Holen wir das nächste Mal. So. Alter! 6 Skillpunkte. Level 27. Und dieses Auto, das hat uns so weit nach vorne gebraten. Wir können den Laptop lernen. Wollen wir den Laptop lernen? Ja. Okay. Das hört sich komisch an. Frag mich, was Begutachtung ist. Mehr Gegenstände vor Ort begutachten, dann hast du den Preis schon mal und so. Achso. Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Alter, das hat richtig reingescheppert. Das ist so toll. Ja. Erstmal die Beute. Mit dieser Geschichte wieder los. Ja! Mehr war nicht, ne? War einfach. Aber hier irgendwas drin? Ja, das ist die antike Statue, glaube ich, aber nicht einzeln. Da braucht man alle von, oder? Nein. Boah!
15.600 Schleifen. Das ist krass. Junge! Haben wir noch antike Statue, antike Statue, antike Statue. 24.000. Alto Belli. Autoteile, hat mich nicht. Hab ich auch nicht. Das ist ja kein, ja, nee. 45.000 Eier. Das heißt, wir könnten uns jetzt den Mini-Winni holen. Nee. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen ja den Hacking... 11.000 brauchen wir noch. Für den Laptop. Ne? Ja, 11.000. Schauen wir doch mal, was das Pfandhaus so für uns übrig hat, wa? Ja. Jo. Ja. Außerdem müssen wir das Auto ja auch noch verhögern, oder was? Stimmt. Geschichte geht zum Computer und schau dir die Aufträge an. Na gut. Machen wir gleich. Moin, Kurt. Welcome. 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 1400 bringt die Uhr dafür, dass es keine Antike ist. Geil. Und so einfach in eine Tasche verschwunden ist. Super. Die Tastatur ist dann eher so viel Spielkosten, die Kopfhörer genauso. Und das müssen wir wahrscheinlich. Nee, das haben wir ja gehackt. Du vergesst ja schneller Sachen als ich. 47.000. Jetzt nur noch zum Junkyard. Ich weiß gar nicht, ob wir erst die Aufträge gucken müssen oder ob wir zum Junkyard das Auto verhökern können, weil eigentlich wollte er doch das Auto haben, oder? Dein Dad wollte doch das Auto haben. Glaub schon. Howdy. 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 2000 Flocken wird er bringen, das ist ja jetzt nicht so geil. Aber hat uns 4000 gebracht. Wir schauen erstmal die Aufträge an. Nicht, dass es heißt, verkauft das Auto bei Black Bay oder so. Und dann können wir den ganzen Schmutz nochmal machen. Ja. Ich meine, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Relativ einfach zum Schluss, ne? 4000 Autos klauen. Dadurch, dass der Macker da die ganze Zeit draußen rumläuft, so. Wow. Ja, das soll. Jetzt ernsthaft? Jetzt. Was? Der hat uns tatsächlich, das war das Tutorial? Aufträge annehmen? Ach so, ich glaube, ich weiß, was er meint. Ja. Hier, klaue PC-Spiele und so ein Blödsinn. Diebstahlaufträge. Es ist Hochzeit. Hofzeit. Bauernhofdiebe. Eine andere Art von Kundschaft mit einem besonderen. Sie brauchen nur Beute wie Hofausrüstung und ähnliches. Stolen Game Set. Spiel von den Leichen und verteile die Beute an dich selbst. Hä? Nexus-Diebe. Ich weiß ja nicht, Kenner. Sollen wir das machen? Komm, das nehmen wir mal an. Stehle das Spiel Killer Block. Aus der 202. Dann können wir auch alles annehmen. Fahre zur Sun Valley Straße. Sun Valley. Ach du, wir haben eine neue Street freigeschaltet. Fahr zum Parkplatz von 701. Okay. Nee, haben wir nicht. Das ist. Okay. Aber wir jetzt sind? Die sind in die neue Street umgeschaut. Aber die Frage ist, wir hatten noch den Auftrag, dieses Auto zu klauen. Was haben wir getan? Warum meldet sich dein Dad nicht? Weil wir erst raus müssen. Glaube ich. Geschichte. Stehlen Sie das Gemälde von 202. Welches? Irgendeins. Komm, wir verhökern schnell die Karre. Wir können die auch nicht irgendwie. Geht nicht, ne? Nee, nicht.
Irgendwie, dass wir, oder brauchen wir dafür das Versteck? Keine Ahnung. Ja, funktioniert noch. Wir verkaufen das. Da steht doch die Karre, oder nicht? Ist das nicht die Karre? Das ist die. Auto zum Zerlegen. E. Dann ist es da, ja. So geht das nämlich. Jetzt haben wir es zerlegt. Tolle Nummer. Nee, müssen wir zerlegen. Okay, und wie machen wir das? Indem wir einzelne Teile abmachen. Echt jetzt? Kenner. Das ist geil. Kannst du übelst viel Cash machen, weil du die Autoteile verkaufen kannst. Willst du das jetzt nehmen? Im Lager verstauen. Die Bremsen kann ich auch noch machen. Du kannst alles machen. Bremsklotz entsorgen. Bremssattel entsorgen. Ey, soll ich das jetzt mit allen vier Reifen machen? Mit dem kompletten Auto. Kriegen wir ab. Muss er es auswählen. Im Lager verstauen. Erst anklicken und dann. Kenners, wir hauen mal dieses Auto auseinander. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass es jetzt noch so lange dauert. Ich wollte ja eigentlich. Das hätte bei ihm so lange gedauert. Verdammte Hacke, da hätten wir die ganzen anderen Autos auseinanderhacken können. Und so viel Kohle gemacht. Mann! Okay, wir hauen das mal auseinander und gucken mal, was es dann bringt. Wahrscheinlich mehr als 2000 Flocken. Ja. Ja, Kenners, das Auseinanderknüppeln dieses Fahrzeugs, das hat länger gedauert als ein Bruch in drei Häuser. Das ja. Ohne Flachs. Aber dafür gibt er ein bisschen was. Wir kriegen hier für die Fahrachsen und Geschichten 4,5 Schleifen. Dann bekommen wir fürs Getriebe 6000 Flocken. Wenn wir mal bedenken, er wollte uns für die Karre 2000 Eier geben, ist das schon ein bisschen mehr. Und für die Reifen auch nochmal 4. Zack. Und dann haben wir noch ganz viele Ersatzteile in unserem Kühlschrank, hätte ich beinahe gesagt. Die wir bei ihm verkaufen können, glaube ich. Einzige Frage ist, was machen wir jetzt mit diesem Auto? Wie werden wir das los? Keine Ahnung. Wir fahren erstmal zum Händler und verhökern da unsere restlichen Teile. Wir haben auf jeden Fall den Hacking-Laptop zusammen. Ja. Es sind sogar zwei Straßen dazugekommen. Durch diese Spezialaufträge. Einmal die goldenen Höhen. Und Sunny Valley Straße. Warum auch immer Straße und nicht Street, aber nun gut. Junkyard. Auf zum Junkyard, Alten. Vielleicht kriegen wir den Hacking-Laptop und den Bus zusammen. Das wäre top. Moin, Klaus. Howdy. Howdy. Guck mal, was wir hier Dolles haben. Autos hätte ich da noch. Du kannst es auseinandernehmen und den dann auch noch verkaufen. Digga, hier hast du eine leere Hülle. Was für ein Spaß. So, hier, kannst du alles haben. Nimm hin. Altmetall. Denke ich dir. Hier, das klingelt, aber wo wird es? Schaut euch das an. Zack, zack. Sag ich, Bubi, alles raus, alles scheiße. Die Batterie hätten wir vielleicht bei Black Bay verkaufen können. Egal. 68.000! Ja, ich hätte mit mehr gerechnet. Ich auch. Aber, Kinders, wir können jetzt Autos auseinanderhacken und ich glaube, ich kann schon unseren nächsten Auftrag. Welchen? Autos klauen. Bei den Leichen bei der Witchy Witch Street? Erstmal nach Hause. Ja, und speichert. Das hat Spaß gebracht.
Ja, und Kopfschmerzen bereitet. Auch. Aber wir können deinen geliebten Hacking-Laptop kaufen, Kamerad, womit wir dann in der Nacht die Fenster hochbekommen und richtig Asche machen können. Ja. Super. Glaube ich. War so. Was sind da noch? Fenster Fernbedienung. Universal. Entschlüsselungswerkzeug. Was bringt magnetischer das? Magnetischer Schlüsselduplikator. Stiehl von den Reichen und verteile die Beute an dich selbst. Ja. Beenden Sie mehr Jobs für den Vertrag Stiehl von den Reichen. Ja. Elektronik Level 14 haben wir auch nicht. Elektronik Level 14? Das Elektronik Level 5. Es geht noch weiter, glaube ich. Erstmal nicht. Nein, wir holen uns erstmal schön den Laptop und wollen dann erstmal die Liegen direkt die Fenster runterziehen. Obwohl der schon fast teurer ist als, aber kann man immer mal gebrauchen. Sicher? Ja. Okay. Ausverkauft. Ja. Die Gebrüder Schlimm und Schlimmer haben wieder zugeschlagen. Jetzt gucken wir uns noch das Tutorial an und dann planen wir unseren nächsten Bruch. Okay, öffne elektronisch verschlossene Türen und Fenster, wenn ein Kontrollfeld in Reichweite ist. Ja. Okay. Ja. Ja, das heißt, wie nah müssen wir denn ans Haus ran? Gar nicht so nah, glaube ich. Ich glaube, wir können schon außen stehen noch. Genau, das probieren wir gleich aus beim nächsten Mal. Jetzt muss ich erstmal die Hände waschen. Die sind total ölig von diesem. Fettig. Was haben wir denn da noch im Rucksack, sag mal? Gar nichts. Okay, wir sind einfach nur überladen. Haben wir noch Skillpunkte für den Rucksack? Wir haben gar nichts. Das haben wir sogar schon. Wir können jetzt die ganze Zeit einfach Autos klauen und reich werden. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Und Kopfschmerzen haben. Oder wir lernen das hier noch. Ja, da können wir. Ja, ist auch gut. Zack. So, jetzt aber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt müssen wir uns die Hände waschen, duschen gehen, schlafen gehen und überlegen, welche Autos wir zocken. Ein Lamborghini. Aber beim nächsten Mal werden wir erstmal schön gucken, ob dieser Hacker-Laptop für 56.000 Eier auch die Fenster öffnet. Wenn ich da weg muss. Wenn nicht, richtig Probleme. Und ob es diese Glasbruch-Alarmanlage auch noch ausschaltet. Ich glaube schon. Das wäre toll. Dann können wir richtig Asche machen. Nur mit Autos. Also, macht es gut. Bis dann. Bye, bye.